Jo, hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Anno. Folge, ich glaube 18 sind wir inzwischen. Jo, wir sind gerade dabei, die Kriegsmaschinen hier runterzubringen für noch zwei weitere Schiffe. Und ja, mir stellt sich gerade die Frage, wir haben jetzt hier wirklich viel kleine. Wir haben hier, Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. 13 Kriegsschiffe, kleine, alter Schwede, okay. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Bringt ihr mir weitere Kriegsmaschinen? Ja. Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Ja, und wir werden zack wieder im Minus sein mit dem Geld. Euer ja, Schiff ich... liegt tief im Wasser. Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Sehr gut. Okay, also ich denke, bei ihm können wir jetzt endlos Kriegsschiffe spawnen lassen. Boah, jetzt laggt's wieder. Ja. Alle drei benannt. Ich muss dem Sultan über die jüngsten Ereignisse Bericht erstatten. Aber das Kurierschiff muss an der Kreuzfahrerflotte vorbei. Bitte gebt ihm Geleitschutz. Ah ja, da kriegen wir jetzt eine Sidequest. Eskortieren Sie das... Wohin muss denn das? Sicher aus der Region. Ja, die drei Schiffe müssten reichen für das Ding, oder? Werdet ihr mein Schiff schützen, damit es... Ja. Ich werde dem Sultan von eurer Bündnistreue berichten. So, passt. Ja, wir fahren dem jetzt einfach mal nach. Der ist aber ein bisschen schneller als wir, habe ich gerade das Gefühl. Naja, wir fahren ihm nach. Und haben wir noch... Boah, Kriegsmaschinen. Ja, hier haben wir noch ein paar. Also ein paar Schiffe können auf jeden Fall nicht schaden. Ja... Kleine Kriegsschiffe werden wir jetzt, glaube ich, keine mehr bauen. Alter, das geht ordentlich ins Geld. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Mosthof, genau. Wir haben nämlich hier einen Überschuss an Most. Den können wir eigentlich auch rausballern, ne? Hier, Most. Rausverkaufen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Auf 100 ziehen. So, das ist Werkzeugmacherei. Ihr spielt mit dem Feuer. Ja, ja, okay. Hier haben wir auch viel. Wir brauchen eh Kohle des Todes. So. 100. Nein. Ah. Ich bin leider, was das betrifft, ein bisschen zwangsneurotisch. So. wo sind wir gerade? Hier. Er hat uns schon wieder bedroht. Ah ja, hier hat er. Ich sehe schon, okay. Ich hoffe, dass wir mit diesen drei Schiffen stark genug sind. Lustig, wie hier die... So, jetzt laggt er. Okay. Ah ja, ich sehe schon, da kann man ein bisschen... Alter! Lol! Rechnet nicht damit, dass dies ohne Folgen bleibt. Alter! Das war zweimal draufballern und das Ding war erledigt. Obernice. So, fahrst du weiter? Ach komm, sonst... Wir gehen schon mal voraus. Bam, bam, bam. Alter. Wenn jetzt einer von denen noch eine Verstärkung setzt. Alter, jetzt stell doch mal vor. Also eins von diesen Schiffen hätte noch einen, also eine Kanonendings oben, so wie das Schiff hier, sowas. Das wäre so krass, Alter. Dann könnten wir so heftig draufballern. Ja. Das tut eh sein Übriges. Alter, schaut schön aus auf jeden Fall. Wir bringen ein paar Kriegsmachines. Alter, wir haben echt von allem sehr viel gerade. Papier auch, Wämste ohne Ende. Kriegsmachines. Ja, hier, gut, hier wartet noch ein nächstes. Spuren wir mal ein bisschen vor. Bop. Welche Schmach! Allah sei gepriesen. So, das haben wir schon. Job ist erledigt. Nice. Dann fahren wir wieder hier rauf. Du kommst jetzt nochmal mit den letzten Kriegsmachines. So, ich glaube, das sollte reichen. Wir holen uns jetzt noch zwei. Allah ist groß. Der Kurier hat sein Ziel erreicht. Mein Herr. Danke. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Die Werftarbeiter sind...
So. Euer Schiff liegt tief. Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Oh. Ja, gut, dass er uns die Dinge immer abkauft. Gleich hier ran und... Okay, er baut keins mehr. Habe ich das gerade richtig gesehen? Er hat uns jetzt nur eins gegeben, oder? Mein Volk flieht vor den Angriffen der blonden Heerführerin. Oh! Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Aha! Also die blonde Heerführerin greift jetzt sicher nicht mehr. Alter, jetzt haben wir nochmal Schiffe dazu bekommen. Okay, schön langsam ist unser Heer wirklich etwas groß, würde ich sagen. Ich hoffe, das stehen wir finanziell durch. Scheiße. Alter, fuck. Alter, wir haben viel... Also wir dürften ja theoretisch nur 14 Schiffe haben, aber wir haben 35. Ja, so schauen wir aus. So sind wir am Hasseln. Ja, ich denke, das sind jetzt genug. Jetzt müssen wir noch die von unten hier raufholen. Alter. Alter. Ja, ja, gut. Ja, da schrumpft das Geld. Da geht's runter. Aber Gott sei Dank haben wir eh ein nettes Budget. So, jetzt warte ich auch noch bis die, ich habe sie hier gepackt. So, hier dazu. Und dann machen wir noch einen schönen Screenshot von diesem Heer. So. Und jetzt schauen wir, ob wir hier einen schönen Screenshot auf die Reihe bekommen. Nee, das sieht halt nicht so geil aus, oder? Wartet mal. So, ein bisschen auseinander. Nee, das sieht halt echt nicht so geil aus, so. Nee. Das sieht überhaupt nicht geil aus. Also da kann man... Nee, das geht nicht. Da kann man keinen ordentlichen Screenshot davon machen. So, jetzt habe ich hier allerdings... dummerweise die Schiffe wieder... So, jetzt aber. Blip. So, die Vorhut. Nee, das ist die Nachhut, würde ich sagen. Wir sind eh schon fast da. So, wo starten wir? Ich würde sagen, hier auf der Seite. Ja. Und ich denke, dann sind wir eh fertig. Joa. Die Nachhut. Soll hier warten, in der Hoffnung, dass hier nichts passiert. So. Dann machen wir alles One-Schuss. One-Schuss. Alter. Ja, geil. Köstlich. So, jetzt müssen wir die zwei teilen, würde ich sagen. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Oh, der hat hier Türme. Ich sehe es schon. Oh ja, okay. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Kann man eigentlich die Türme hier auch angreifen? Ja, kann man. Oh. Okay, aber wenn... Ja. Wenn wir die Schiffe hier alle besiegt haben... Ihrer Betriebe stellt keine Waren. Und ein Schuss noch drauf. Rechnet zack, Schiff ist weg. Dies ohne Folgen bleibt. So. Ja, eins haben wir jetzt geschehen. Oh, das ist eh unser stärkstes Schiff. Das holen wir zurück in den Hafen. Ich meine, ich glaube, danach ist unsere Mission eh vollendet, aber... Hör auf da! So, den haben wir jetzt aus der Versenkung gelockt. Bam, weg ist er. So, komm her. Okay, das geht echt leichter als gedacht. Das geht wirklich leichter als gedacht. Und bam, bam. Mit dem Feuer. Ah, ich wollte ja eigentlich einen Screenshot machen, ne? Ja. So, greift hier noch was wie an, ne? Schön. Alter, ja, der haltet unsere Bilanzen auf Trab. Ja, wir brauchen unsere kleine Flotte gar nicht. Hm.
Schicken wir sie her. Schicken wir sie her. Und jetzt gehen wir nochmal. Oh. Nochmal in F. Ja, das ist mal ein gelungener Screenshot, oder? Ja. Hier machen wir noch einen. Alter, das Ganze. So. So, jetzt haben wir genug krasse Screens gemacht. Ja. Rein hier. Rein hier, ja. Oh, was hieß denn? Eieiei, schaut euch das an, Alter. Schaut euch das einfach nur an. Genießt es. So, greift an. Ja. Pass. Ja. Und jetzt leckt's. Nee. Gut. Ah. Ich verstehe kein Wort vor lauter Explosionen, aber irgendwas, er will uns. Eiepst jetzt! Er will uns zur Strecke bringen. Ja, jetzt haben wir sein letztes Schiff versenkt. Alter, pst! Diese Explosionsgeräusche sind echt verdammt laut. Ja, sie wimmert irgendwas von wegen, wir haben diese Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Und sie hat jetzt Angst vor dem Kardinal. Oh, ja! Da ist er. Am Horizont. Sie hat Angst vor dem Kardinal Lucius. Ja, der... Überall Trümmer und Wracks. Die Kreuzfahrerflotte aufgerieben. Ein Kreuzzug vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei. Ketzer, ich werde euch jagen und dann zur Hölle schicken. Boah, ja, ja, sieht nice aus, wie die ganzen Schiffe hier liegen, alles untergeht. Wir flüchten gerade noch. So, wir haben volle Punktezahl. Mega. Ja, das ist cool. Ja, dann gehen wir weiter mit der nächsten Mission. Schauen wir, was auf uns wartet. Ja, jetzt können wir eh nur warten. Ja, schauen wir mal. Hier ist ein Schiff, das brennt. Hier liegt eine Truhe. Ja, das sieht auf jeden Fall etwas interessant aus. Ist das ein Schiff von uns oder ist es ein Schiff von Kardinal Lucius? Warte mal, die Segel sind rot, vielleicht Kardinal Lucius. Ich bin mir aber nicht sicher, oder sind wir sozusagen, wir stranden. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir im Orient stranden. Und jetzt im Orient starten. Die Küste war gesäumt mit Treibgut und brennenden Wracks. Pulverdampf und Rauch hingen schwer in der Luft. Guy Forcas Flotte war vernichtend geschlagen worden. Tja. Doch der Krieg war noch lange nicht vorbei. Ein gewaltiges Heer unter der Führung Kardinal Lucius hatte sich bereits in Marsch gesetzt. Marie d'Artois sollte ihren Sinneswandel mit dem Leben bezahlen. So wollte es Lucius, dessen Vorhut Maries Ländereien schon bald erreichen würde. Ho, 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 okay, es geht jetzt Schlag auf Schlag. So, wir fahren zurück in den Hafen, sehe ich gerade. Meine Festung, endlich. Hier im Bergfried sind wir vorerst in Sicherheit. Doch Lucius ist uns dicht auf den Fersen und sinnt auf Vergeltung. Mhm. Die Musik ist übrigens auch ziemlich cool. Gefällt mir Dachtet sehr gut. Dachtet ihr, ihr könntet eurem Schicksal entfliehen? Für euren Frevel meine Pläne zu vereiteln, wird euer Antlitz von dieser Erde getilgt werden. So, jetzt werden diese Heerlager hier errichtet. Eieiei, okay. Ich hab... er hat einen brennenden Marktkahn, auch cool. Ja, die sprießen hier aus dem Boden. Ich habe leider noch absolut null Erfahrung mit der Kriegsführung. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Soweit war ich noch nie. Ich bin so schwach. Ich kann mein Volk nicht beschützen. Du musst es für mich tun. Rettet diese Stadt. Rettet unsere armen Seelen.
Oh. Ja, schöne Stadt übrigens. Kapitel 6. In der Falle. Oh. Ja, das ist eine schöne kleine schmucke Stadt. Lucius weiß, dass wir uns in Bergfried verschanzt haben. Oh, fuck mit Zettel. Wenn er fällt, ist das unser Ende. Lucius darf nicht bis hierher gelangen. So, Alter, es scheiß Regen. Es bleibt wenig Zeit für Vorbereitung. Alle wehrfähigen Männer haben sich hier im Bergfried versammelt. Teilt sie ihren Truppen zu und errichtet ein Heerlager vor der Stadt. So, ich habe jetzt absolut keine Ahnung. Heben Sie am Bergfried ein großes oder kleines Heerlager aus. Kümmert euch nicht um die Stadt. Sie wird von meinen Schiffen versorgt. Haltet nur den Bergfried. Wo ist er hier? Also das Heerlager, es wäre ja sinnvoll, das Heerlager hier... wo ist er? Wartet mal. Alter, diese scheiß Wolken, ich sehe gar nichts. Hier, nee. Hä, wo hat er angelegt, Kardinal Lucius? Naja, ich mache jetzt einfach hier ein großes oder ein kleines, verlängst es vor die Stadt. So hier. Ich weiß nicht, oder soll man das hier? Ja, hä, wo ist er? Jetzt Augenblick. Ist er nicht irgendwo hier gelandet? Ich bin gerade echt verwirrt. Wahrscheinlich kostet uns das jetzt viele wertvolle Zeit. Naja, okay, wir bauen es jetzt einfach hier hin, okay? So hin, so. Mobilisiert die Truppen! Wir stehen zur Verfügung. So, okay, die Truppen marschieren rüber. Alter, ich sehe hier gar nichts in dem Scheiß-Gewimmel hier. Okay, die Truppen gehen hier rein. Okay. Heben Sie am Bergfried ein großes oder kleines und verlegen es. So. Bewegung nicht möglich. Es ist zurzeit. Okay. Ach, eventuell müssen wir das sowieso in die andere Richtung bewegen. Vielleicht war das jetzt eh schon. Ich habe leider noch nie Krieg geführt. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Dieses Gebäude bildet neue Recken aus. Okay, das dauert Zeit scheinbar. Das Lager wird aufgeschlagen. Das dauert auch Zeit. Okay. Die Infrastruktur sollte soweit intakt sein. Bitte begebt euch ins Heerlager und macht euch mit der Führung der Truppen vertraut. Lucius kann jeden Augenblick seinen Angriff starten. Ja, nichts. Unser aller Leben liegt nun in euren Händen. Führt diese Männer in den Kampf gegen Lucius. Möge Gott schützend über euch wachen. Okay, legt das Kommando alle in den Händen und hofft. Okay. Übrigens, ich glaube, Kardinal Lucius hat hier sein Lager Lucius aufgeschlagen. Lucius nähert sich uns von Süden. Die Ritter sollen ihr Heerlager an der Lichtung vor dem Hafen aufbauen. Die Engel zeigten mir eine Vision, dass dort die erste Schlacht geschlagen wird. Ihr denkt, diese Bauern zu Kämpfern ausbilden? Wie erfrischend naiv. Wir sind hier. Verlegen sich ein Heerlager auf die Lichtung nahe. Okay, was ist das hier? Hilfe! Feindliche Truppen sind gelandet. Die Handelsrouten zusammengebrochen. Es gibt kaum noch Schiffe, die die Insel noch verlassen könnten. Ich flehe euch an, rettet uns! Ja, gut, das ist der Seitenauftrag. Wir holen hier jetzt mal ihn. Okay, hier ist die Lichtung, wo die erste Schlacht stattfinden wird. Also, wir müssen das Heerlager verlegen. Wie funktioniert das schon wieder? Verlegen Sie ein Heerlager auf die Lichtung. Oh, das muss erst laden. Wie lautet euer Befehl? Hier. Bewegung. Aha. Das kann ich jetzt nicht einfach so hier hinbauen. Doch, kann ich. Das ist die Lichtung hier. Die Armee marschiert los. Ah ja, das ist ein weiter Weg, ich sehe schon. Okay, das reißen sie hier ab, dann marschieren sie wieder durch. Nichts kann uns standhalten. Aha, okay, schön langsam bekomme ich den Dreh raus. Verlegen sie ein Heerlager auf die Lichtung nahe der Hafenanlage im Süden. Eventuell müssen wir es aber dann noch näher hier direkt auf die Lichtung bauen. Ja, davon haben wir eh... Oh, krass, wir haben eh erst sehr viel...
Gedöns, Kanonen und alles. Eventuell brauchen wir Kanonen hier auch, ne? So, wir holen uns jetzt mal. Gott segne euch. Komm mit. Ein Haufen, wir hatten aber zwei Haufen. Achso, und verlagern sie einen Haufen in den Hafen. Einen Haufen in den Hafen. Geht die Zeit eigentlich? Alte Stadtmauer wieder aufbauen. So kann sich die Bevölkerung notfalls im Stadtkern verschanzen. Die Lücken in der Stadtmauer zu füllen. Ah ja. Okay, das Heerlager marschiert hier gerade. Gut, haben wir Steine? Ja, ein bisschen. Die Mauer haben wir hier. Stadtmauer. Wie geht denn das jetzt eigentlich? Ah. Bereich ist geblockt. Joa, jetzt haben wir hier die Mauer. Bauen wir schnell weiter. Ich find's cool, wie hier die... Alter, aber dieser scheiß Nebel, also man sieht hier echt fast gar nichts. Lasst uns hoffen, dass diese Mauern standhalten und uns vor Lucios Truppen schützen. Lasst uns noch mehr Wachtürme errichten. Wenn sich Lucius nähert, soll er glauben, Gottes Heerscharen kommen über ihn. Auf der Insel unserer Herren, sind wir doch vor den Truppen des Kardinals sicher, oder? Ich dachte schon, das wäre unser Ende. Hoffentlich konnten auch die Schiffe mit den anderen Bauern unbehelligt von der Insel flüchten. Hoffen wir's. So, Türme. Hier haben wir das Stadttor, also hier ein Turm und hier ein Turm und noch einen dritten Turm, ne? Habt Dank. So. Es wird schwer, diese Verteidigungsanlagen zu überwinden, aber wir wissen nicht, wie stark Lucius Streitmacht wirklich ist. Ja, ich weiß es auch nicht, aber du hast ja Visionen, du wirst es mir wohl sagen, gnädiges Fräulein. Ja, die Truppen sind hier am Weg. Wo sind die gerade? Hier. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis die ankommen. Dann kommt eben die Angriffswelle. Er ist hier unten auf Lager. Großes Handelsschiff. Können wir hier nicht irgendwie ein großes Kriegsschiff oder so bauen? Oder ist es eher Handelsschiff? Oh, die Schwertfisch ist wieder am Start. Hallo, Schwertfisch. Schwertfisch. Ich werde hier schauen, ob wir hier eigentlich einen geilen Screenshot auf die Reihe bekommen. So von der Stadt zum Beispiel irgendwie. Ne, also, ja, da sieht man echt gar nichts mit diesem Verwaschenen. Sieht auf jeden Fall, es sieht geil aus, aber ja. Das sieht schon geil aus. Ich mache jetzt einfach so einen Screenshot, weil es einfach geil aussieht, ne? Ich verstehe. Hier sind Soldaten auf den Mauern. Also vermutlich, ich glaube, das ist so, wenn du einen Turm baust, ist sozusagen... In diesem Bereich vom Turm sind Soldaten auf der Mauer. Das könnte ich mir gut vorstellen. Hier haben wir. An diesen tapferen Männern seine morschen Zähne ausbeißen, wenn er versucht, hier an Land zu gehen. So, ja, jetzt habe ich hier noch einen Turm gebaut, weil ich mir nicht so sicher war, ob hier sicher genug ist. Ein einzelnes Heerlager kann den Kardinal jedoch niemals aufhalten. Verstärkt die Verteidigung von... Zweites Heerlager. Heben Sie ein zweites Heerlager aus. Okay. Also hier haben wir das erste. Unterstützung Abbruch. Ah, jetzt ist mein zweites Heerlager. Oh, ah, das ist ja voll für den Arsch. Das müssen wir wieder hier raus. Das müssen wir wieder hier raus verlegen. Kann man das jetzt einfach so hier? Ah ja, doch, das geht jetzt. Das machen wir jetzt aber so hier, ne? So. Ah, und die Truppen, die gehen jetzt hier wieder raus. Ja. Und spazieren bis zum Heerlager. Okay, ich versteh's. Schon langsam blicke ich durch. Ich überlege gerade, sollen wir ein Kriegsschiff hier bauen? Einfach so? Bauen wir eins, oder? Kann man nicht wissen. Heben Sie ein weiteres Heerlager aus. Ja, sehr gut. Wir haben hier. Okay, bewegen. Angreifen. Abbrechen. Unterstützung. Okay. Bereit? Was kann man hier auswählen? Proviant ausgegeben. Regeneriert Trefferpunkte. Kleine Unterstützung. Großes Heerlager wird nicht eingreifen, wenn befreundete Armeen in der Nähe angegriffen waren. Defensives Kampfverhalten. Okay, ja.
Ich muss hier, wie gesagt, die Kriegsführung noch ein bisschen mir einverleiben. Die Schwertfisch steht hier. Ja, jetzt können wir eh nur warten, bis die Zeit abläuft. Mehr können wir im Moment eh nicht tun, oder? Gibt es noch irgendwelche kriegssichernden Möglichkeiten? Bekämpft Feinde in Reichweite. Ja, noch so ein Turm. Oh, Zwinger. Schwärmt aus, meine getreuen Ritter. Wer? Diese Insel sei euer. Nehmt euch, was immer euch beliebt. Oh ja, jetzt wird diese Insel hier übernommen. Ah ja. Ah, ich sehe schon. Keiner Lucius übernimmt die ganze Insel. Okay, da können wir jetzt nicht mehr viel was machen. Wenn wir genügend Steine bekommen. Alter, dieses scheiß Lichtverhältnisse, da kriege ich alle Zustände. Übrigens, ich glaube, wir sind schon längst über der Zeit. Deswegen, haha, ich bin ganz frech jetzt. Schiff fertiggestellt. So, das Schiff haben wir jetzt hier. Das Heereslager. So, ich werde jetzt aber trotzdem speichern. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Kampagne 6 haben wir hier. Ja, einfach einen kleinen Cliffhanger. Ob wir die Schlacht gewinnen oder nicht, das steht in den Sternen. Wir werden es dann schon sehen. Danke Leute fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüssi.